Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um eine wunderschöne Art, die gerade jetzt dann im September auftauchen sollte, und zwar den Buchenschleimrübling. Den Buchenschleimrübling findet man nur im Laub- oder Laubmischwald, vor allem auf totem Buchenholz. Die Fruchtkörper können dabei einzeln, aber auch in größeren Büscheln auftauchen und erscheinen vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Hauptsaison hat die Art bei uns in Oberbayern meist im September. Ja, der Buchenschleimrübling ist wohl eines der beliebtesten Fotoobjekte bei Pilzfotografen. Durch die leuchtend weißen Farben sind gerade bei strahlendem Sonnenschein wirklich tolle Bilder möglich. Der Speisewert des Buchenschleimrüblings ist dagegen etwas umstritten. Einige Autoren halten den Buchenschleimrübling trotz der Schleimigkeit für einen brauchbaren Speisepilz. Aus unserer Sicht muss der Buchenschleimrübling nicht unbedingt auf dem Teller landen, weshalb wir ihn eher als minderwertigen Speisepilz für uns eingestuft haben. Aber das Geschmacksempfinden ist ja immer relativ individuell, und so bleibt es auch bei diesem Pilz dabei. Wenn man wissen will, ob er einem schmeckt, ob einem die Konsistenz zusagt, ja, dann muss man es halt einfach ausprobieren. Wie sieht der Buchenschleimrübling aus? Der Hut des Buchenschleimrüblings erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 10 cm. Wie der Name Buchen, Schleimrübling schon treffend beschreibt, findet man diese Art vor allem auf Buchentotholz, und die Hutoberseite ist extrem schleimig. Die Hutfarbe ist weiß. Der Hutrand kann gerieft ausfallen. Die Huthaut lässt sich abziehen. Die Lamellen des Buchenschleimrüblings sind ausgebuchtet am Stiel angewachsen und laufen mit Zahn herab. Die Lamellen sind jungweißlich gefärbt und verfärben sich im Alter leicht gelblich. Das Sporenpulver ist cremeweißlich gefärbt. Der Stiel ist weißlich gefärbt und besitzt einen deutlich sichtbaren Stielring. Der Stiel kann sowohl genattert als auch schwarzbräunlich gefasert ausfallen. Der Stielring ist häutig und bei jungen Exemplaren weißlich gefärbt. Bei älteren Fruchtkörpern kann sich der Ring bräunlich verfärben. Das Fleisch des Buchenschleimrüblings ist relativ dünn und weißlich gefärbt. Der Geschmack wird oft als rettichartig beschrieben, aber der schleimige Fruchtkörper lädt nicht zum Verzehr ein. Kommen wir nun zu den verschiedenen Verwechslungspartnern. Grundsätzlich würde ich den Buchenschleimrübling ja fast schon als unverwechselbar bezeichnen. Es gibt aber vielleicht doch die ein oder andere zumindest ein bisschen ähnliche Art. Eine von diesen ähnlichen Arten wäre zum Beispiel der hier zu sehende wurzelnde Schleimrübling. Ja, weitere, zumindest theoretische Verwechslungspartner wären dann verschiedene andere weiß gefärbte Pilze, wie zum Beispiel der hier zu sehende Elfenbeinschneckling oder auch zum Beispiel der weiße Rassling. Dabei ist aber anzumerken, dass diese Arten nicht auf Totholz erscheinen, sondern aus dem Boden herauswachsen. Ja, und alleine schon dieser Fundort, also entweder am Buchenholz, wenn es der Buchenschleimrübling ist, oder eben nicht auf Totholz, wenn es der Elfenbeinschneckling oder der weiße Rassling ist schon ein sehr, sehr gutes Unterscheidungsmerkmal zwischen den Arten. Ja, so viel zum Thema Buchenschleimrübling. Wie beschrieben, eine wunderschöne Art, ein tolles Fotoobjekt. Gerade jetzt dann, wenn der im September erscheint und die Sonne schon so ein bisschen tiefer steht, vielleicht der Nebel des Sonnenlicht noch so ein bisschen, ja, abschattet, dann kann man da wirklich wunderschöne Bilder machen, und ich freue mich da jedes Jahr, wenn der Buchenschleimrübling in unseren Wäldern auftaucht. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe mal, dieses kleine Pilzporträt hat euch die Art ein bisschen näher gebracht. Zum Abschluss vom Pilzporträt jetzt wie gewohnt noch Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sie euch einprägen.
Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.